Jetzt habe ich also wirklich den gesamten eBMOK Plus absolviert. Ich bin wirklich begeistert. Es war ja gar nicht immer so leicht. Aber wie geht es jetzt weiter? Einfach vorbei? Das wäre schade. Aber erstmal hole ich mir die Bestätigungen für meine Kursteilnahme ab. Dafür muss ich zuerst einen kurzen Feedbackbogen ausfüllen. Danach steht die Teilnahmebestätigung zum Download bereit. Beides gibt es im Menü hier oben unter Teilnahmebestätigung. Auf der Bestätigung wird genau ausgewiesen, welche Module ich absolviert habe. Je nachdem, welche Quizzes ich absolviert habe, kann ich entweder ein vollständiges Zertifikat, ein Teilzertifikat oder ein Upgrade-Zertifikat herunterladen. Und dann gibt es noch Badges. Die kann ich ganz einfach rechts oben beim eigenen Namen mit einem Klick auf Auszeichnungen einsehen und herunterladen. Interessant sind auch die ECTS, die es für den Kurs gibt. Mit dem eBMOK Plus sind die erforderlichen ECTS für den Bereich Medienkompetenz der WBA vollständig abgedeckt. Okay, Zertifikate und Badges zeigen nach außen, dass man etwas gemacht hat. Aber ich lerne ja nicht nur für diese Symbole, also kann das nicht alles gewesen sein. Hier sind ja alle Videos und Unterlagen auch OER. Ich kann sie also herunterladen und für die eigene Lehre verwenden oder auch verändern. Alles, was ich tun muss, ist die Lizenzangabe dazuschreiben. Da habe ich länger was davon und ich kann viele Teile auch neu zusammenfügen, wenn ich sie weiter verwenden will. Aber was, wenn jemand später kommt und den ganzen Kurs haben will? Kolleginnen, die noch nicht fertig sind mit dem eBMOK Plus oder die sich erst neu dafür interessieren? Ach ja, dafür gibt es den Selbstlernkurs. Der eBMOK Plus steht diesmal bis Ende 2020 zur Verfügung. Die eBMOK-Macherinnen lesen im Forum mit und antworten auch, wenn sie etwas gefragt werden. Und es gibt auch 2020 noch digitale Sprechstunden zum eBMOK Plus. Hier sehen Sie die Termine eingeblendet. Dranbleiben muss ich natürlich selber. Welche Gelegenheiten es dafür gibt, zeigt das nächste Video.